Das ist aber heute anders, gell? Ja. Immer frisch. Bei der Hexe muss er einfach ein Eis sein. Ja, glaube ich. Oh. Ah, dann sollten wir anfangen. Herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Mit Martin. Und Martin. Und dem Eis. So Martin, was war los in Österreich? Eine traurige Nachricht. Aber was? Schwarz-Blau überlegt schon wieder Abfangjäger zu kaufen. Das haben wir schon einmal gehabt, das war teuer und da beschäftigen sich die Gerichte jetzt nur damit. Ja, aber Martin, die bereiten sich vor auf das kommende Vereinte Europa. Ach so? Was anderes. Okay. Da sind ja die Pferde dagegen nur richtig billig. Hoch. Ja. Kegel ist sein Lieblingsprojekt. Sein Lieblingsprojekt. Ach. Jetzt haben sie ja schon ein Pferd oder zwei, ich weiß es nicht so genau, haben sie schon zwei? Ich weiß nicht, ich habe den Überblick verloren mit den ganzen Pferdenachrichten. Also ein paar Pferde, groß oder klein. 49 Kandidatinnen und Kandidaten haben sie jetzt gemeldet als Reiter. Okay. Davon waren aber 38. Reiterinnen. Ja, genau. 38 Frauen und 11 Männer. 38 und 11. Oh. Huh. Das ist überraschend, oder? Sehr. Warum glaubst du? Keine Ahnung. Ich kann das nicht einschätzen. Was meinst du? Bitte in die Kommentare. Warum gibt's? Wird es mehr berittene Polizistinnen geben als Polizisten? Oder wird es mehr geben? Schauen wir. Was ist noch was los? Ja, eins ist jetzt fix. Okay. Du kannst dir als behinderter Mensch nicht einmal geschmeidig mehr ein Auto schenken lassen. Was? Ja, ist so. Wieso? Naja, die Kira Grünberg kriegt jetzt mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft Probleme, die ermitteln gegen sie, weil sie sich ja den Opel schenken hat lassen. Wirklich, da wird das Leben von Behinderten unnötig erschwert. Und was war die Woche los beim Trump? Na, man merkt, dass das der Sommer ist und da der Trump auch wieder mega tut. Aber für sein Lieblingsthema gibt es immer was. Die Mauer. Na? Nicht? Twitter? Auch nicht in dem Fall. Es sind die Sanktionen. Ach so, okay. Er hat sich mit dem Juncker geeinigt, Europa kriegt keine Sanktionen. Aber er hat wieder ein Schlupfloch gefunden. Welches? Er hat jetzt gegen den Iran Sanktionen lassen. Und gegen alle Firmen, die im Iran Geschäfte machen. Und somit ist er auch wieder in Europa dran. Und die EU regt sich natürlich kräftig auf drüber. Verstehe. Aber nicht nur das. Die Melania, also die Schlagzeile ist gleich wieder, ist die Ehe vorbei. Ja. Und der Grund? Die Melania hat einmal ihre Stimme gefunden und was gegen Trump gesagt. Was hat's gemacht? Naja, der Trump hat wieder mal via Twitter gegen einen Basketball-Superstar gewettert und gesagt, der James LeBron ist ein Idiot. In Großbuchstaben? Bin mir nicht sicher. Müssen wir nachschauen. Müssen wir nachschauen, genau. Aber er hat ihn auf jeden Fall für dumm gehalten und die Melania meint, na, der ist super gescheit und der ist super. Okay. Ist auch schon eine Nachricht. Sommerloch, weißt du. Und sonst? Aber der König des Sommerlochs ist, im Weißen Haus gibt es ja der Präsident, der wohnt da, und da gibt es ein Badezimmer für ihn, mit einem Klo. Und seit 40 Jahren ist es dasselbe Klo und dasselbe Bad. Das heißt, vier Präsidenten haben da jetzt Geschäfte gemacht. Und der Trump ist nicht einmal noch eine ganze Amtszeit im Dienst und schon müssen sie die Hütten renovieren. Ich habe eine Vermutung. Was? Das Ding geht nicht mehr, da sind schon so viele Handys von ihm drinnen. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Okay, und was hast du gelernt die Woche? Ich würde nicht sagen, dass ich was gelernt habe. Okay. Ich habe eine erschreckende Erkenntnis gemacht. Amerika ist ja so, ist aber früher so Cowboy gewesen. Sie zuerst schießen, dann eingraben. Und Fett und so, gell? Aber jetzt werden sie immer verweichlichter. Okay. Auf Instagram dürfen nur Männer Brustwarzen zeigen, keine Frauen. Es wird zensiert. Im Film gibt es Hinweise auf Altersbeschränkungen und brutale Sprache und so. Und das wollen sie jetzt ausweiten. Nur weiter. Auf die Literatur. Okay. Dass sie bei Büchern Hinweise reindrucken, dass da gewaltverherrlichende Sprache drinnen ist. Und das auch bei alten klassischen Literaturen. Das finde ich ein bisschen.
Und als ob das noch nicht genug war, haben sie auch eine Frau aus einer Shopping-Mall rausgehabt, weil sie in einem kurzen Höschen umeinander gekrümmt ist. Und das war zu sexy. Ja, so wie in einer Kirche. Was in einer Kirche? In einer Kirche darfst du auch nicht mit einer kurzen Hose rein. Und in einem. Ja, aber das ist vielleicht gegen Gott. Also Gotteslästerung, das lasse ich mir noch einreden. Naja, und der Shopping Mall ist ja Konsumtempel. Lass mir das. Was hast du gelernt? Naja, den letzten Schrei, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast in der Heute. Doppelte Jeans im Trend. Also da hast du dann zwei Jeans an. Apropos Konsumtempel, gell? Konsumtempel, genau. Kostet 488 Euro. Ein Jeans, ein kurzer. Na, zwei. 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 Aber ich bin ja der Meinung, übereinander anhat. Ich bin ja der Meinung, 244 für ein Jeans war schon zu viel, weil es ist ein kurzer. Bin ich voll bei dir. Wie seht ihr jetzt? 244 für ein Jeans zu viel oder 288 für zwei Jeans gerechtfertigt? Ja. Keine Ahnung. Ich muss sagen, mir ist es so heiß. Ich wollte dich fragen, ob man es oben ohne machen hat. Das nächste Mal vielleicht. Schauen wir mal. Vielleicht aber noch, gell? Vielleicht. Also nicht so wie mit dir fliegen. Also wenn es 40 Grad hat, dann okay. Ja. Wirklich? Ja. Okay, passt. Bei 40 Grad machen wir es oben ohne. Und bei 35 Grad vielleicht? Nein. Das ist gefährlich, das kommt wieder. Okay. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Baba. Ciao.